Jupp erklärt: Diskriminierung an Schulen. Schulen sind gesetzlich dazu verpflichtet, Diskriminierungen zu verhindern und eine diskriminierungsfreie Bildung für alle Schülerinnen zu gewährleisten. Doch laut einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle erleben 25% aller Befragten Formen der Diskriminierung im Bildungssystem. Da viele Vorfälle nicht gemeldet werden, dürfte die Dunkelziffer laut Expertinnen sogar deutlich höher liegen. Auswertungen von Beratungsstellen belegen, dass ein Großteil der Diskriminierungen an Schulen von Erwachsenen, also von Lehrkräften und anderem Schulpersonal ausgeht. Menschen werden im Schulkontext vor allem aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion, sexuellen und geschlechtlichen Identität, Behinderung und chronischen Krankheiten sowie sozialem Status benachteiligt. Auch Rassismus und Antisemitismus spielen eine bedeutende Rolle. Es gibt viele verschiedene Erscheinungsformen von Diskriminierung an Schulen. Eine Lehrerin will einer muslimischen Schülerin das Tragen des Kopftuches verbieten und fordert sie auf, es abzulegen. Nachdem sich queere Schülerinnen geoutet haben, werden sie immer wieder Ziel von verbalen Angriffen und Beleidigungen. Ein Schüler möchte gerne mit seinen Freunden auf die gleiche Schule gehen. Er darf sich aber nicht an dieser Schule anmelden, weil er einen Rollstuhl fährt. Im Unterricht wird ein Buch gelesen, in dem das N-Wort vorkommt. Der Lehrer spricht über das Buch und verwendet dabei mehrmals das N-Wort. In einer Studie der Uni Mannheim wurde nachgewiesen, dass angehende Lehrkräfte schlechtere Diktatnoten für Schüler mit ausländischen Namen vergeben, obwohl die Anzahl der Fehler gleich war. Auch Schulbücher und andere Unterrichtsmaterialien sind oft nicht diskriminierungsfrei gestaltet. Vorfälle werden nie oder nur selten gemeldet. Betroffene wissen oft nicht, an wen sie sich wenden sollen, werden nicht ernst genommen oder haben mangelndes Wissen über ihre eigenen Rechte. Häufig unternehmen Betroffene auch nichts, weil sie aufgrund der Machtposition von Lehrkräften weitere Benachteiligungen befürchten. Diskriminierungserfahrungen können schwerwiegende Folgen haben. Sie können dazu führen, dass Betroffene sich in der Schule isolieren, Depressionen, Angstzustände, Burnout und andere gesundheitliche Probleme auslösen oder zu einem Leistungsabfall führen, da Betroffene in der Schule weniger motiviert sind. Wenn du oder jemand, den du kennst, in der Schule diskriminiert wird, gibt es verschiedene Dinge, die du tun kannst. Über das Erlebte mit Freundinnen, Eltern und Familie sprechen, eine Vertrauensperson in der Schule aufsuchen, die zuhört und beraten kann, den Diskriminierungsvorfall schriftlich dokumentieren oder auch eine Beratungs- oder Antidiskriminierungsstelle aufsuchen. Ansprechpartnerinnen und weitere Infos findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal.